Michael Kleinemeier von SAP, Sie haben einen sehr interessanten Vortrag heute gehalten. Was tut SAP für die Logistik und wird es auch in Zukunft für die Logistik tun? Was kann auch SAP für eine nachhaltige Logistik tun? Ja, ich hatte es gesagt, gut 60% der weltweiten Geschäftsprozesse gehen heute über SAP-Systeme. Und wir hatten immer gesagt, make the world run better, das ist ein großer Satz. Aber wenn Sie sich diese 60% der Geschäftsprozesse ansehen und es gelinge uns, sie zu optimieren, unnötige logistische Prozesse auszusteuern, um das Ganze noch CO2 optimal zu machen, glaube ich, können wir einen sehr großen Beitrag erbringen. Die Logistik ist heute unglaublich schnell und muss auch schnell sein, um Volatilität einfach auch Herr zu werden und dem auch entgegenwirken zu können. Auch da helfen Systeme natürlich von SAP. Sie haben ein Beispiel angesprochen, was ich sehr gut fand. Ein japanisches Unternehmen braucht normalerweise 3 Tage, um Boni auszurechnen, mit ihrem System 2 Sekunden. Wie viel Zeit kann man eigentlich sparen durch wirklich vernetzte Systeme? Es gibt 2 Elemente. Einmal die Frage, wie schnell können wir Informationen, und davon gibt es jeden Tag mehr, die verdoppeln sich ja in kurzer Zeit. Also welche Informationen kann ich überhaupt herausholen aus solchen Informationen? Das ist Nummer 1. Und Nummer 2 ist die Frage, wie können wir uns eigentlich über Unternehmensgrenzen hinaus vernetzen und verknüpfen? Hier stehen wir noch viel am Anfang. Ich glaube, wir haben heute gute Systeme, wo wir standardisiert sagen können, wie wir kommunizieren wollen. Und das bringt eigentlich erst dann die Vernetzung. Wo steht Deutschland da eigentlich in der Welt? Sind wir nicht Marktführer, sind wir schon Mitvorreiter? Ja, ich denke mal, Deutschland ist nicht gerade das schnellste Land, was diese Affinität von oder Übernahme von Trends gibt, aber ist damit dann sehr nachhaltig. Wenn Sie diese Trends sehen, ich hatte gesagt, diese Riesendaten, die wir in Sekunden verarbeiten können, ist eine Erfindung, die kommt aus Deutschland. Da können wir eigentlich auch stolz drauf sein. Sie ist in Potsdam und in Waldorf entstanden, was sehr, sehr wichtig ist. Ich glaube, wir werden gerade Häuser wie SAP mit ihren Kunden gemeinsam großen Beitrag geben. Wir können auch helfen, in der Globalität jedem Unternehmen weiterzuhelfen, weil wir natürlich schon per Definition in allen Ländern der Welt heute unterwegs sind. Das heißt nicht nur wir, sondern auch unsere Kunden. Letzte Frage. Wir sind heute auch so ein bisschen unterwegs, nach der Marke Made in Germany nochmal zu fragen und bei wichtigen Unternehmen uns darüber zu informieren. Wie ist denn Ihr Eindruck von Made in Germany? Ist das im Ausland immer noch eine groß angesehene Marke? Ja, wir sind ja durchaus der Ausnahmeerscheinung global, weil die Softwarewelt spielt normalerweise in Amerika statt. Wenn ich in Amerika bin, fragen die uns heute, wir wollen genau euch, ihr seid ein bisschen kompliziert, ingenieurmäßig, aber wir wissen, dass ihr die Dinge Ende zu Ende durchdenkt, und das ist euer Vorteil, und den wollen wir auch nicht verlieren.